Die Welt ist von einem Virus infiziert, in dem wir in den Medien rein gar nichts hören. Dem E-Virus. Energievampirismus raubt uns allen unsere Energie und jeder von uns hat in allen möglichen Lebensbereichen mit Vampiren, E-Vamps, zu tun. Die wenigsten sind sich dessen bewusst und noch weniger, wie sehr sie selbst unter diesem Virus leiden. Dieser Ratgeber gewährt einen genaueren Einblick in die Thematik und erklärt, wie man sich dagegen immunisieren kann. Ein Muss für jeden, der unter anderen Menschen leidet. Kapitel 2. Die E-Vamps. Im letzten habe ich E-Vamps gesagt. Das ist aber doof, das so vorzulesen. Also ich springe jetzt auf E-Vamps. Ja. Energievampire. Es sind Menschen ohne Gewissen, ohne Schuldgefühl oder Scham und vor allem ohne Skrupel. Sie gehen über Leichen, um ihre Ziele zu erreichen und sind vor allem eins: absolut rücksichtslos. Es sind die Sadisten, die sich am Leid anderer ergötzen. Und das am meisten, wenn sie ihnen dieses Leid selbst zufügen können. Es sind die Narzissten, die sich selbst für den Nabel der Welt halten und glauben, alles ginge nur um sie. Es sind die Mächtigen, die sich nur wertvoll fühlen können, wenn sie Kontrolle über andere haben. Es gibt sie in männlich und in weiblich, in jung und in alt, in dick und in dünn, in reich und leider auch in arm. Sie sind vergrämt, verbittert und ohne Mitgefühl. Sie wissen sich entweder im Schatten zu halten oder im Rampenlicht zu bewegen, aber ihre Verhaltensschemata sind immer die gleichen. Sie geben sich freundlich und liebevoll, können diese Eigenschaften aber nur imitieren. Lernt man sie kennen, ist man geneigt, sie zu bewundern und gar zu vergöttern. Man fühlt sich gesegnet, sie kennenzulernen, denn das ist das Gefühl, das sie einem zu vermitteln wissen. Und das machen sie genauso lange, bis sie zwei Punkte gesichert haben. Zum ersten machen sie sich unentbehrlich, sind hilfreich und meist guter Laune, bauen dich auf, sind für dich da, geben dir das Gefühl, eine Bereicherung für dein Leben zu sein. Zum zweiten finden sie einen Schwachpunkt und an dem setzen sie sich fest. Über diesen Schwachpunkt fangen sie an, dich an sie zu binden und dann erst fangen sie an, dich auszusaugen. Ein Beispiel. Eine Frau lernt einen Mann kennen. Er ist zauberhaft und sie ist im siebten Himmel. Er ist achtsam, kauft ihr Blumen, ist Gentleman, schenkt ihr Gehör und Aufmerksamkeit. Achtung, das ist nur geheuchelt. Alles, was sie sagt, geht bei ihm zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Ist zuvorkommend und liebevoll. Erste Anzeichen, trotzdem geht es, wenn er den Mund aufmacht, immer nur um ihn. Das Einzige, was ihm im Kopf bleibt, ist, dass sie sich schlecht fühlt, weil sie sich von ihrem Ex getrennt hat, weil sie denkt, ihn im Stich gelassen zu haben. Und hier sind wir jetzt bei Punkt 2. Ab hier wird er nachlässiger. Bekommt öfter schlechte Laune, die er geschickt auf sie zu schieben weiß, weil sie irgendwas gemacht oder auch nicht gemacht hat. Er gibt dann vor, darunter zu leiden. Natürlich leidet sie darunter, nicht er. Oder umgekehrt. Das ist nur ein Beispiel, gibt es auch andersrum. Ab hier wird er bei jedem Streit, der zwangsläufig folgt, auf diesem Schwachpunkt herumreiten. Er wird sie davon abhalten, ihn zu verlassen, indem er ihr schlechtes Gewissen untermauert und ihr vermittelt, dass sie ihn im Stich lassen würde, wenn sie gehen würde. Natürlich kann sie das dann nicht einfach und das Drama nimmt seinen Lauf. Immer heftiger werden die Streits, denn so zieht er ihre Aufmerksamkeit auf sich und nur sich. Genauso fließt die Energie zu ihm. Denn Energie folgt unserem Fokus. Sie fließt dahin, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten. Eifersucht kommt ins Spiel, ein Kontrollwahn ist quasi obligatorisch und beim kleinsten Fehler macht er sie fertig. So kann er sich sicher sein, dass sie den ganzen Tag keine einzige Sekunde nicht an ihn denken kann.
Nach jedem Streit gibt es tollen Sex und es wird geschworen, dass er ohne sie nicht leben kann. Was bedingt stimmt, er weiß, dass er sich ein neues Opfer suchen muss, wenn sie geht. Das erfordert neue Wochen bis Monate netten Verhaltens, das ihn aber Energie kostet, darauf hat er also keine Lust. Während sie sich in den Schlaf weint und meint, ihn auch zu lieben, was ein Trugschluss ist, sie bleibt aus Selbstliebe, perverserweise, weil sie ja dieses Problem mit dem schlechten Gewissen hat und sich diese Trennung nicht auch noch vorwerfen müssen möchte. Nach jedem Streit lässt er ihr ein wenig Raum zum Atmen, ist kurz wieder lieb und zuvorkommend, bis sie wieder lachen kann. Dann macht er wieder irgendetwas völlig Rücksichts- und Verständnisloses, gerät in Schwierigkeiten und macht dann wieder sie dafür verantwortlich. So lebt es sich als Ewem ziemlich gediegen, so kann es von ihm aus für immer weitergehen. Beispiel Ende. Ein weiteres, sehr wesentliches Merkmal von Ewems ist die absolute Unfähigkeit, Eigenverantwortung zu übernehmen. Egal, was in ihrem Leben passiert, ständig haben andere daran Schuld. Sie sind Meister darin, dafür zu sorgen, dass andere sich auch schuldig dafür fühlen. Im Notfall einfach dafür, sich nicht so verhalten zu haben, wie sie es wollten. Da sie einfach nicht zufriedenzustellen sind, haben sie auch ständig an anderen etwas auszusetzen. Vor allem sind Opfer, die sich von ihnen befreien konnten, das allerletzte. Egal wem sie begegnen, sie können es sich nicht schenken, über sie zu reden. Vor allem bei den Freunden der Opfer. Was nicht zuletzt auch damit zu tun hat, dass sie davon ausgehen, dass die Freunde danach den Opfern davon erzählen. Was wiederum bedeutet, dass sie wieder die volle Aufmerksamkeit der Opfer haben. Solange die Opfer nämlich über das Gesagte nicht einfach lachen können und sich stattdessen schlecht fühlen, fließt sämtliche Energie wieder zu den Ewems. Und den Opfern wird es leidlich schwerfallen, darüber zu lachen, denn den Freunden wurde nicht erzählt, was die Ewems getan haben. Vielmehr haben sie zwar ihre eigenen Missetaten aufgezählt, allerdings so, als hätten die Opfer sie begangen. Die sind sehr gut darin, einfach alles umzudrehen. Ewems sind sehr gut darin, sich selbst immer als Butterblümchen zu verkaufen. Und wenn die Freundin des Opfers nicht höllisch aufpasst, ist sie gleich das nächste Opfer. Ein Satz, dessen Sinn Ewems überhaupt nicht verstehen, ist: Es tut mir leid. Für sie ist dieser Satz so etwas wie ein Freifahrtschein. Dieser Satz wird von Ewems genutzt, wenn sie merken, dass sie mit ihren üblichen Manipulationstechniken nicht weiterkommen. Das Ass im Ärmel, falls das Opfer sich sonst lösen könnte. Nach dem Motto, ich habe mich entschuldigt, also musst du meine Entschuldigung annehmen und mich wieder lieb haben, sonst bist du ein schlechter Mensch. Sie sind nicht in der Lage, Fehler einzugestehen, demnach überhaupt nicht in der Lage, Reue zu empfinden. Ihnen tut überhaupt nichts leid, weil sie das überhaupt nicht empfinden können. Eine Entschuldigung ist für sie eine Forderung, kein Angebot, weil ihnen nämlich etwas weiteres absolut unbekannt ist. Demut. Sie kennen das Wort, aber nicht dessen Bedeutung. Sie wissen nicht, wie es ist, vor etwas zu stehen und davor ganz klein zu wirken, dabei aber die Dankbarkeit zu empfinden, mit allem verbunden zu sein. Demut ist etwas, das sie fordern, und damit wird das Ganze zur Demütigung. Demut kann man genauso wenig fordern wie etwas anderes, das sie nicht kennen, nämlich Respekt. Respekt muss man sich verdienen, heißt es. Das ist Ewem-Sprache. Dass man Respekt in sich generieren kann, weil einer, wie alle anderen Empfindungen, ist ihnen fremd. Wer Respekt in sich trägt, empfindet ihn, egal wem er gegenübersteht, und das verhilft uns zu noch etwas, das sie einfach nicht kennen oder begreifen können, nämlich Augenhöhe. Das einzige Gefühl, das Ewems aus sich selbst herauskennen, ist die Abwesenheit von Liebe. Und das ist Angst. Die größte Angst haben sie vor der Augenhöhe, denn auf Augenhöhe sind all ihre so fein ersonnenen Spiele nicht spielbar. Wie gesagt, basieren all ihre Spiele auf Gehorsam. Gehorsam in der Form, wie sie ihn kennen, nämlich gefordert, braucht ihre hierarchischen Strukturen. Und so haben sie fleißig daran gearbeitet, ein anderes Wort für Anarchie zu verteufeln und allen madig zu machen. Anarchie. Sie haben uns die Anarchie als alles Mögliche verkauft,
vor allem als Chaos, das keiner erleben will. Damit keiner auf die dumme Idee kommt, in Anarchie leben zu wollen, statt in Hierarchie. Und wir haben es uns so verkaufen lassen. Die Augenhöhe macht es möglich, nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen und dabei zu vergessen, dass immer wieder drei Finger auf uns selbst zurückzeigen. Also bitte nicht vergessen, dass wir da auch dran beteiligt sind. Man muss eben aufpassen, was man sich verkaufen lässt. Nochmal fürs Protokoll. Anarchie ist Augenhöhe, das Gegenteil von Hierarchie. Wer möchte, kann sich das Beispiel gerne noch einmal durchlesen und das Schema auf Chefs oder Politiker übertragen. Dann wird aus der Frau einfach ein Angestellter oder eben das Volk. Dabei ist bitte zu beachten, dass bei weitem nicht jeder Chef ein E-Vamp ist, genauso wenig wie der Politiker einer wäre. Doch da, wo man eine Machtbesessenheit erahnen kann, ist auch meistens eine zu finden. Ich denke, jeder von uns kennt den einen oder anderen, den er jetzt mit ganz anderen Augen sieht. Wie viele Versprechen wurden von Politikern gemacht, die nicht gehalten wurden? Und wie oft haben Chefs uns hingehalten, nicht bezahlt oder sonst irgendwas? Wie oft waren nicht Männer, sondern Frauen die gezielt wussten, unsere Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen und sich dann im Glanz ihres eigenen Lichtes, also eigentlich unseres Lichtes, gesonnt haben und keinen Funken davon zurückgegeben haben. Sagte ich schon, dass die Welt mit einem ganz anderen Virus als B zu tun hat? Sagte ich schon, dass die ganze Welt infiziert ist? Das ist eine Pandemie, über die wir reden sollten. Berührt dich der Anblick eines leidenden Wesens im Innern? Dann gehörst du wahrscheinlich zu den Nächsten im Bunde, den Opfern. Wie geht's nächste Woche? Im nächsten Video über das nächste Kapitel. Danke, dass ihr dabei seid. Schreibt gerne in die Kommentare, was euch so durch den Kopf geht. Immer noch halte ich es für sehr sinnvoll, da gerade einfach mal drüber zu reden. Und jede Sichtweise ist da gerade hilfreich.